Wie geht's Ihnen denn? Danke, erhole mich so langsam. Dann kommt der Safety Car nicht von einem Alpha Tauri-Piloten oder sonst was, sondern von einem Mercedes-Teammitglied, mit dem nicht wissen, was los gewesen wäre, wenn der Yuki einen Crash verursacht hätte. Am Donnerstagmorgen, also 4 Tage, nur 4 Tage nach dem verrückten WM-Finale von Abu Dhabi, habe ich Dr. Helmut Marko, den Motorsportkonsulenten von Red Bull und damit den Gesamtverantwortlichen für Red Bulls Motorsporteinsätze und auch für das Formel-1-Team, zum großen Interview gebeten. Ich habe angetroffen meinen Helmut Marko in allerbester Laune und ich bin mit ihm einige der wichtigen Fragen durchgegangen, die zu diesem WM-Finale noch zu klären sind. Zum Beispiel, hätte, wenn Masi die überrundeten Autos nicht überrunden hätte lassen, hätte dann vielleicht Red Bull Protest eingelegt? Wie ist es Max Verstappen ergangen, emotional, in dieser Phase, als er zwar auf der Strecke Weltmeister war, aber formell durch die FIA noch nicht? Warum hat Helmut Marko bei diesem davor schon verrückten Rennen in Saudi-Arabien am Samstag, als Lewis Hamilton an Doppelgelb vorbeigefahren ist, erstmal einen Protest angekündigt, der dann aber nie gekommen ist? Auch das hat er uns erklärt in diesem Interview. Und die allerwichtigste Frage, die habe ich gleich zu Beginn gestellt, nämlich: Wie viel Wodka hat sich bei der Party im Yas Vicuroy Hotel am Sonntagabend ins Red Bull gemischt? Ah, wir haben mit Gin hauptsächlich gefeiert. Ich weiß nicht, da ist irgendeine Dame mit X Bottles Gin dahergekommen und das war eine neue Mischung, also nicht Gin Tonic, Red Bull Gin, hat auch gut gemundet. Aber ich muss sagen, wir waren alle so aufgekratzt, dass der Alkohol relativ schnell seine Wirkung gezeigt hat und ich bin dann relativ früh nach Hause, um 2 oder so. Okay. Herr Doktor, diese letzten Minuten dieses Rennens, Sie sitzen ja nicht am Kommandostand. Ich habe später Bilder gesehen, wo Sie ja am Kommandostand waren, aber wahrscheinlich erst nach dem Rennen rausgegangen. Wo und wie, vor allem wie, haben Sie diese letzten Minuten erlebt und was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen, dass Masi erst sagt, die dürfen nicht überholen, dann plötzlich schon? Haben Sie da schon gemerkt, okay, das wird jetzt was, vielleicht können Sie uns da ein bisschen auf die emotionale Achterbahn mitnehmen, die Sie erlebt haben? Intern war uns klar, dass wir ein Safety Car brauchen, am besten so Runde 47 oder dergleichen. Das waren so die Wunschvorstellungen. Und dann kommt der Safety Car nicht von einem Alpha Tauri-Piloten oder sonst was, sondern von einem Mercedes-Teammitglied, Latifi, mit dem nicht wissen, was los gewesen wäre, wenn der Yuki einen Crash verursacht hätte. So, und dann war natürlich klar, das ist unsere Ostern-Weihnachten-Jahrhundertchance. Wir haben Haben Sie so. das in dem Moment schon realisiert, dass das jetzt, Ja, das war das wird klar. jetzt sitzen? Das wird jetzt sitzen. Wir haben sofort reagiert und auf die weichen Reifen gewechselt. So, und jetzt ging das Zittern. Geht sich das noch aus? Wird das Rennen freigegeben? Und dann war halt eine Phase, wo die überrundeten Fahrzeuge nicht vorbeigewunken wurden. Das hat Massi dann argumentiert, weil die Streckenposten auf der Strecke waren und das Auto entfernt haben. Und wie das vorbei war, dann hat Horner ja sofort gesagt: Bitte die Autos weg vom, oder die Autos zwischen Hamilton und Max wegschicken, also in die Zurückrunden. Das ist dann passiert und ich finde, Massi hat dann richtig reagiert, indem er das Rennen freigegeben hat. Im Sinne des Sports, dass wir die Profiteure waren und Mercedes die Verlierer, das ist ein Fakt, aber ist halt so. Haben Sie dann, es gibt ja Videoaufnahmen, sehr emotionale, wo man die Mechaniker sieht in dieser letzten Runde. Sie sind wahrscheinlich auch irgendwo in der Box gestanden. Dann sind Sie da auch durchgedreht oder was ist da in Ihnen vorgegangen, Herr Doktor? Ich weiß, Sie reden nicht wahnsinnig gerne über Emotionen, aber da möchte ich ein bisschen in Sie reinschauen können. Ja, normal sitze ich dort relativ bequem. Ist alles aufgesprungen. Neben mir ist Pierre Vacher, der technische Direktor, auf der anderen Seite der Tom, der Dateningenieur. Also wir sind nervös herumgesprungen, haben uns gestoßen und auf irgendwelche Fakten da und dort hingewiesen. Also es war so eine elektrifizierende Stimmung, habe ich noch nie erlebt eigentlich. Können Sie ein bisschen verstehen, dass bei Mercedes man jetzt
leicht angesäuert ist, vor allem wegen der Sequenz, weil wir müssen das vielleicht noch einmal aufdröseln. Zuerst hat Masi ja gesagt, die Überrundeten dürfen nicht überholen. Dann hat es, ähnlich wie später vom Toto Wolff, ich möchte es gar nicht gegeneinander werten, aber dann hat es einen Funkspruch vom Horner in Richtung Masi gegeben, wir brauchen eine Runde. War, glaube ich, auch mit Teams ja besprochen im Vorfeld schon, dass Rennen am Ende immer unter Grün, wenn es irgendwie geht, zu Ende gehen sollen. Und dann macht Masi tatsächlich und lässt diese fünf Autos durch. Dieser Funkspruch vom Horner, der jetzt so ein bisschen ausschaut im Nachhinein, als hätte der das getriggert. Verstehen Sie, dass Sie da viele dran reiben? Ja, aber ich habe vorhin erwähnt, die Autos wurden nicht vorbeigewunken, die Überrundeten, weil noch Streckenposten auf der Strecke waren. Nachdem die wieder in ihrer sicheren Position waren, war kein Grund mehr, die vorbeizuwinken. Und das ist ja dann auch passiert, dass Mercedes verärgert ist, enttäuscht. Na, das ist mehr als verständlich. Und auch der Protest in der ersten Reaktion ist auch verständlich. Aber nachdem beide Proteste abgewiesen wurden, glaube ich, sollte man das überdenken. Aber wir haben ja noch Zeit bis heute Abend. Dr. Marco, Sie haben einen besonderen Moment in Abu Dhabi ja schon mal gehabt. Das ist so ein bisschen vielleicht ein Schicksalsort fast für Sie, wenn ich da jetzt nicht zu große Worte dafür verwende. Aber 2010, dieser berühmte Moment mit Vettel auf dem Podium. Jetzt mit Max Verstappen, Sie zwar nicht aufs Podium raufgegangen, aber von der Emotionalität her, können Sie das so ein bisschen für uns gegeneinander aufwiegen? 2010 haben wir auch einen Helfer gehabt, wenn man so nennen will, den Petrov, der einfach sein Rennen gefahren ist und Alonso kam nicht vorbei. Aber die Emotionen sind doch andere, denn im Jahr 2010 war Webber im letzten Rennen mit Punktevorsprung ins Rennen gegangen und Alonso war eigentlich der Favorit. Und dann hat sich durch die Reifen, verschiedene Reifenabnutzung, Webber musste früher rein, hat sich das ergeben. Und wir kamen zu dem überraschenden WM-Sieger Vettel. Das war für uns toll, unser erster WM-Titel. Aber das war bei weitem nicht diese Intensität, dieser Zweikampf, der im heutigen Jahr stattgefunden hat, wo Max Verstappen und wir als Team gegen den Seriensieger Mercedes nach 7 Jahren Dominanz in der Hybrid-Ära mit wahnsinnigen viel Auf und Abs wir dann den Titel erringen konnten. Wir sind dann mit wesentlich mehr Anspannung, mit mehr Nervosität in dieses Rennen gegangen, denn wir wussten, es ist Hop oder Top. In Abu Dhabi 2010, da waren 4 Leute, die für den Titel in Frage gekommen wären. Und aus diesem Grunde ist dieser Titel also auch vom Kampf über die ganze Saison her schon ein wesentlich härter erkämpfter und dadurch auch von der Zufriedenheit her sicher das tollste sportliche Ergebnis, das Red Bull Racing bis dato erzielt hat. Jetzt hat der ganze Wahnsinn ja schon viel früher angefangen, aber so richtig wahnsinnig geworden ist es dann, finde ich, ab Saudi-Arabien. Und da möchte ich eine kleine Szene mit Ihnen aufklären. Und zwar hat es im Qualifying die Situation gegeben, dass Hamilton bei Doppelgelb vorbeigefahren ist. Das wurde auch untersucht und Sie haben dann bei Servus TV gesagt, okay, wir werden da jetzt Protest einlegen. Das hat im Nachhinein dann für ein bisschen Irritationen gesorgt, weil dieser Protest nie kam. Können Sie uns da vielleicht erklären, was da passiert ist? Beim genauen Studium der Videosache haben wir gesehen, dass Hamilton vielleicht, wenn überhaupt, 1 Sekunde mit dem Doppelgelb konfrontiert war. Also das, was man zuerst, ich meine, in solchen Fällen kommen ja die Meldungen von diversen Stellen und bei genauer Analyse hat es gegeben, dass das also kein bewusster Verstoß gewesen ist. Und aus diesem Grund haben wir da auch jeglichen Protest unterlassen. Okay. Ich möchte jetzt gar nicht jede einzelne kontroverse Situation dieser Saison diskutieren, weil dann sitzen wir in 2 Stunden noch hier wahrscheinlich, aber die letzte schon. Nehmen wir einmal an, Masi in dieser Situation zum Schluss winkt die überrundeten Autos nicht durch, was er ja auch darf per Reglement, da habe ich mir ein bisschen schlau gemacht. Hätten Sie dann protestiert, umgekehrt, weil ja eigentlich die Vereinbarung des Agreements zwischen den Teams ist, wenn immer das möglich ist, dürfen die vorbeifahren. Oder hätten Sie das stillschweigend akzeptiert?
Ich glaube, dass Max diese vier oder fünf Autos, weiß ich nicht mehr, überholt hätte, ruckzuck, die wären auf die Seite gefahren und es wäre dann immer noch zu diesem Zweikampf gekommen. Entscheidend war ja Kurve 5, da brauchst du den Grip heraus und den hatten wir mit den Softreifen und bis dahin hätten die Leute sich relativ leicht überholen lassen. So, es waren dann unglaubliche Szenen, wirklich, ich habe sowas noch nie erlebt. Ich habe mir es am Montag, am Dienstagabend noch einmal angeschaut und ich habe jetzt mal wieder Gänsehaut bekommen. Vor allem auch, muss ich zugeben, als der Toto Wolff am Funk kommt und zu Michael Masi sagt, Michael, this is not right. Jetzt weiß man, dass Sie und der Toto Wolff nicht die besten Freunde sind, aber bei aller Animosität in so einem Finish, hat man da auch so ein bisschen was wie Mitleid mit dem großen Rivalen? Also in der Situation habe ich das gar nicht mitgekriegt. Ich war so fokussiert auf Max und diese ganzen Funksprüche, die haben uns erst im Nachhinein angeschaut. Ich sage ja aus der Situation heraus verständlich, aber trotzdem muss man das Ergebnis akzeptieren. Und in dieser Saison, es hat Silverstone gegeben und auch noch einiges anderes, Budapest, wo ein Mercedes 200 Autos abgeschossen hat. Und wir haben da halbwegs die Haltung bewahrt, würde ich sagen. Jetzt gibt es einen Aspekt, der für mich irgendwie noch zu kurz gekommen ist in der Aufarbeitung von diesem Rennen und wahrscheinlich werden wir noch sehr, sehr lange aufarbeiten. Aber das ist, wie ist es denn dem Max eigentlich gegangen? Ich habe mir die Mühe gemacht, ich habe mir den Boxenfunk angehört. Also zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo er aus dem Auto ausgestiegen ist, hat er ja noch nichts davon gewusst, dass da jetzt noch Untersuchungen gibt und hin und her. Erstens, wie hat er es erfahren, falls Sie da dabei waren? Und zweitens, wie ist er dann damit umgegangen, bis die Stewards Decisions wirklich da waren? Also, wie es erfahren hat und wann, weiß ich nicht genau. Aber es hat dann auf der Dachterrasse ein Interview mit Servus TV gegeben. Und da habe ich die Nachricht gekriegt, dass der erste Protest schon abgewiesen wurde. Da bin ich sofort drauf, habe ihm das mitgeteilt. Und da ist eine richtige Erleichterung bei ihm spürbar gewesen. Also, in der ersten Freude. Und dann war das schon irgendwie ein Keulenschlag, dass da jetzt ein Protest kommt. Wir wussten ja in der ersten Phase, vor allem im zweiten Protest, nicht, wie der genau formuliert war und wie man da reagieren musste, dass der erste abgelehnt wurde. Das war eigentlich klar. Und ja, also Max war nach außen hin ruhig, aber ich habe ihn noch nie so innerlich angespannt gesehen, wie vor diesem Rennen, was natürlich verständlich ist nach so einer Situation, nach so einer Saison mit all den Auf und Abs. Herr Doktor, jetzt hat Gerhard Berger am Montag bei Servus TV gesagt, und im Sinne der Unterhaltung bediene ich mich seiner Formulierung, der Helmut ist näher dran am 100er als am 60er. Worauf ich hinaus will ist, Sie haben schon sehr viel gesehen in der Formel 1. Dieser Max Verstappen, der jetzt, ich habe ja gedacht, okay, er wird es probieren vielleicht in Kurve 6, er wird es mit Sicherheit dann spätestens probieren in Kurve 9, aber der typische Max Verstappen geht sofort auf die erste Chance. Ist der so bei all den Fahrern, die Sie in so vielen Jahren schon gesehen haben, ist er das größte, das herausragendste Formel 1 Talent, das wir je gesehen haben? Also ganz sicher im Red Bull-Bereich ist das der schnellste, konsequenteste und aggressivste Fahrer, den wir hatten. Aber zurückzukommen, Kurve 5, Max hatte einen Krampf im Unterschenkel und hat aus diesem Grunde, was ja taktisch nicht ganz richtig war, im 5 schon zu überholen, weil dadurch hat der Hamilton die Möglichkeit mit DRS zu Kontakt gegeben. Aber das war aufgrund der Situation, weil er seinen Fuß nicht mehr unter Kontrolle hatte und er nicht genau wusste, wie geht das weiter, darum hat er sofort attackiert. Also das nur zur Kurve 5. Wenn man Fahrer von verschiedenen Epochen vergleicht, dann fällt mir, das habe ich relativ am Anfang, habe ich auch von Berger Schelte bekommen, weil ich gesagt habe, das ist einer, der sich im Senna-Bereich bewegen wird. Und ich glaube, diese zwei Fahrer sind von ihrer Mentalität, von ihrer Persönlichkeit und von ihrer Aggressivität, glaube ich, vergleichbar. Und ja, wir sind froh, dass wir so jemanden haben. Und
Es kommen immer noch weitere Highlights. Die zwei Qualifikationsrunden in Jeddah und Abu Dhabi, die waren in Jeddah mit Mauergussende, aber bis dahin außerirdisch. Und in Abu Dhabi hat er vor allem gesagt, wir brauchen wieder eine Jeddah-Runde. Okay, er hat sie hingelegt. Also das ist weit mehr, als das Auto hergegeben hat. Das hat man bei Checo gesehen. Der war, glaube ich, über 4 oder 6 Zehntel hin. Zu den zwei Qualifying-Runden kommen wir gleich. Da habe ich nämlich auch eine Frage dazu, aber vorher noch was anderes. Als er als Turn 5 rausfährt und zickzack fährt, um Hamilton den Windschatten wegzunehmen, haben Sie da gedacht, puh, das ist Angriffsfläche für Mercedes? Ah, er hat dann sofort von seinem Renningenieur GB sensationell, wie die zwei zusammenarbeiten, gesagt, stop waving, was er dann gemacht hat. Und das weiß ich nicht, wie oft man sich bewegen darf, aber es war im Rahmen des gesetzlich Erlaubten und der hat das und hat sich dann eben auf die linke Seite positioniert. Aber ja, 2-3 Mal hätte er es nicht noch einmal machen dürfen. Also ich glaube, ob es im Rahmen des Erlaubten war, ich widerspreche Ihnen ungern, aber da gibt es unterschiedliche Auslegungen dazu. Aber es hat sich zumindest keiner beschwert, das können wir festhalten. Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Es kommt noch eine ganze Menge Interview mit Dr. Marco und wirklich auch zu einigen spannenden Themen. Aber gestatte mir kurz einen Hinweis. Wir machen nicht nur mit Helmut Marco so ein Interview für diesen Kanal, sondern wir haben noch weitere Interviews mit den deutschsprachigen Teamchefs geplant. Jost Capito, den haben wir schon im Kasten. Andreas Seidel, der McLaren-Teamchef, ist auch geplant. Und natürlich Toto Wolff, den hat man uns zumindest versprochen. Wir hoffen, dass es dann auch wirklich klappt. Die nächsten Videos, die wir veröffentlichen werden mit diesen Teamchef-Interviews, die gibt es exklusiv für unsere Kanalmitglieder, 1 bis 2 Tage früher als für alle anderen Zuschauer. Dann wird der Inhalt aber natürlich auch gratis und kostenlos für alle zur Verfügung stehen. Kanalmitglied werden, das kostet 3,99 €, also den Preis eines Bierchens, gerade noch verkraftbar, hoffe ich. Und dafür hast du 2 wesentliche Vorteile. Der eine ist, bei unseren Livestreams an den Rennwochenenden kannst du in Zukunft weiterhin im Live-Chat mitkommentieren und uns Fragen stellen. Und der zweite große Vorteil ist, wir planen einmal im Monat einen Mitgliederstammtisch und fangen damit an am Freitag, dem 17. Dezember, wo das Zentrum unseres Mitgliederstammtischs natürlich dieses völlig verrückte Finale von Abu Dhabi sein wird. Wer wird da sein? Ich werde da sein. Kevin Scheuren wird da sein. Das ein oder andere Mitglied aus unserer Redaktion wird mal reinschauen, aber wir haben auch Stargäste organisiert. Der Safety-Car-Fahrer Bernd Mailänder, hinter dem sich das ganze Drama abgespielt hat, der kommt rein, dem kannst du deine Fragen stellen. Übrigens nicht nur im Live-Chat, sondern du kannst auch tatsächlich mit deiner Webcam, mit deinem Handy in den Stream reinkommen. Dann hat uns zugesagt Alexander Wurz, der Direktor der Fahrergewerkschaft CPDA, gemeinsam mit seiner besseren Hälfte Ernst Hausleitner aus dem legendären ORF-Kultduo und Sascha Roos, der Sky-Kommentator, der dieses Rennen so leidenschaftlich und so emotional kommentiert hat. Aber jetzt fahren wir erstmal fort im Interview mit Dr. Helmut Marko. Wir haben noch über Abu Dhabi gesprochen. Ich habe ihn auch gefragt, wie es denn jetzt eigentlich aussieht mit den Verhandlungen zwischen Red Bull und dem Volkswagen-Konzern, wie wahrscheinlich es ist, dass wir einen Red Bull-Porsche in der Formel 1 sehen werden. Und wir fangen an mit dem zweiten Teil dieses Interviews mit einer ganz interessanten Situation, die ich beobachtet habe bei Servus TV, dem offiziellen Broadcaster der Formel 1 in Österreich. Denn da wurde am Montag in der Sendung Sport und Talk aus dem Hangar 7 gezeigt, wie Dr. Helmut und Marco sich am Grid mit Ola Källenius, dem Vorstandsvorsitzenden der Daimler AG, unterhalten hat. Und Ola Källenius hat dabei in den allerhöchsten Tönen von Max Verstappen geschwärmt. Er hat gesagt, die Qualifying-Runde von Verstappen in Abu Dhabi, das sei eine Runde für die Ewigkeit gewesen. Ich bin mal gespannt, ob das allen bei Mercedes so gut gefällt, wenn Ola Källenius den Konkurrenten, den größten Konkurrenten, so dermaßen lobt. Und natürlich habe ich Dr. Marco auch gefragt, ob er glaubt, dass die bei Mercedes glauben, dass Max vielleicht jetzt schon der beste Fahrer der Formel 1 ist. Die sehen ja natürlich anhand der Daten genau, was passiert. Wir brauchen, ich glaube, das wird fast unmöglich sein, aber auch das wird bei Verstappen kommen, dass er im Rennen über weite Distanzen das Auto so am oder über dem Limit bewegen kann. Aber diese Qualifying-Runden haben sie ja auch. Aber ich muss auch sagen, Hamilton hat heuer, ich weiß nicht wo, Brasilien vergessen wir, aber bei einem regulären Rennen auch eine unglaubliche Qualifying-Runde hingelegt. Und das zeichnet halt die zwei aus.
Die sind absolute Spitzenkönner. Und das habe ich vielleicht vorhin nicht erwähnt, aber gegen einen Hamilton, der meines Erachtens in der Form seines Lebens gefahren ist, der sich hinaufgesteigert hat, immer je mehr wir davon gezogen sind, umso stärker ist Hamilton geworden. Also gegen einen siebenfachen Weltmeister am Zenit seines Könnens zu gewinnen, macht es natürlich umso attraktiver. Haben Sie Angst, dass Källenius oder besser gesagt wird es wahrscheinlich der Toto Wolff machen, irgendwann zum Max geht und sagt, so schau her, wir merken, wir können dich nicht schlagen. Jetzt schütten wir einen Haufen Geld über dir aus. Ich glaube, diese Gefahr ist nicht, wenn man sich Max Kommentare, wenn ich einen Mercedes Sitz will, dann rufe ich ein Taxi und dergleichen. Da ist zu viel in Silverstone zerstört worden. Da machen Sie mal eine schöne Brücke zum nächsten Thema, nämlich diese ständigen Angriffe zwischen den Lagern von Red Bull und Mercedes in beide Richtungen. Es gibt da eine Story, Herr Dr. Marco, die möchte jetzt mal von Ihnen wissen, ob die stimmt. Ich habe mal gehört, so im Paddock Flurfunk, dass Sie und der Toto Wolff den gleichen Rückflug gehabt haben von einem Rennen, ich glaube aus Australien, da bin ich mir aber nicht sicher. Also wie gesagt, die Geschichten werden ja mit jedem mal weitererzählen, irgendwie anders. Und dann kommt der Toto und merkt, dass Sie nebeneinander sitzen hätten sollen. Und um das zu vermeiden, hat er dann mit dem Christian Danner Platz getauscht. Stimmt das so oder ist das ein Paddock-Mythos? Ah, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt, das ist zu lang her. Aber Naja, auf aber wenn es passiert ist, wären Sie ja dabei gewesen. Also. also ob das wirklich passiert ist oder nicht, kann ich nicht sagen. Aber so weit geht das nicht. Wir fliegen ja sehr komfortabel in der First, da sind die Abstände groß. Also normalerweise sitzt man da gar nicht nebeneinander. Sind Sie per Du oder per Sie mit dem Toto Wolff? Ja, du natürlich. Okay, also unter Österreichern, auch wenn man sie vielleicht nicht immer perfekt versteht. Das ist Rennsport-Usus und Toto ist ja schon länger im Rennsport gewesen, bevor er in die Formel 1 gekommen ist. Also da ist schon ein längeres Bekanntheitsverhältnis. Sie haben vorher mal so beiläufig in einem Nebensatz diesen Brasilien-Motor erwähnt. Ein Thema. Zweites Thema, Heckflügel, Mercedes. Sind Sie der Ansicht, dass in den letzten Rennen alles legal war an diesem Auto und sind Sie überzeugt davon, dass vorher vielleicht, Sie werden sicher keine Anschuldigung machen, dass es illegal war, aber zumindest, dass Dinge passiert sind, die es wert waren, dass man sich die sehr genau anschaut? Also ich bin sicher, dass bei den Rennen nach Brasilien alles legal war. In Brasilien waren halt Umstände, so wie Hamilton an allen vorbeigeflogen ist, war das schon eine einmalige Situation und ist ja nachher und auch die ganzen Topspeed-Messungen waren dann wieder im Rahmen, einmal mehr, einmal weniger, die eine oder die andere Seite. Aber dieses krasse Missverhältnis in Brasilien ist nicht mehr aufgetreten. Aber gibt es da einen konkreten Vorwurf, also diesen Wundermotor, über den ja öfter gesprochen worden ist? Ich meine, wir wissen, dass es Motoren gibt, die am Prüfstand einfach ein paar PS mehr machen. Ist es noch in diesem Rahmen oder so weit, dass Sie sich tatsächlich gefragt haben, boah, das können wir jetzt so eigentlich nicht mehr erklären, da muss irgendwas vielleicht passiert sein, was untersuchenswert ist? Nein, uns wurde gesagt, das ist ein Motor, der einfach in allen Passungen und technischen Spezifikationen absolut am Optimum war. Alles hat optimal zusammengepasst. Und dieser Motor, das wissen wir ja auch, oder bei Mercedes generell, dass die Degradation relativ hoch ist. Aber es war halt nur erstaunlich, es gibt ja sechs Mercedes angetriebene Fahrzeuge und nur Hamilton hatte so eine Wunderwaffe. Aber das ist so und wir wollen da nichts anschuldigen oder was. Das war halt, Gott sei Dank war es nur einmal. Gehen wir nochmal zurück zu Abu Dhabi. Da Max Verstappen, auch eine der Szenen dieses Rennens, hat ja den Checo Perez jetzt offiziell in den Legendenstatus erhoben, sozusagen. Hat er mit dieser Situation sehr viel von dem wieder gut gemacht, was er vielleicht in der Saison ein bisschen versäumt hat? Meine, Checo hatte seine Auf und Abs. Eine Schwäche war teilweise das Qualifying. Und wenn du mal einen Platz 8, 9 oder 11 startest, dann brauchst du zu lang, um
taktisch Max unterstützen zu können. Und damit meine ich also, dass das Safety-Car-Window nicht mehr gegeben ist und dergleichen. Aber in Abu Dhabi hat er eine optimale Rolle gespielt und hat ja sehr viel auch dazu beigetragen, dass Max diesen Sieg einfahren konnte. Aber ich erinnere an ähnliche Situation auch in der Türkei, wo er auch mit Hamilton zusammengekommen ist und wo es für Hamilton auch relativ lang gebraucht hat, bis er an ihm vorbei war. Während Bottas in mehreren Situationen, erinnere ich mich, dieses Jahr den Max überhaupt nicht halten konnte. Trotzdem, Checo Perez, ich nehme an, er hat eine Prämie vereinbart für die Konstrukteurs-WM. Gibt es eine Prämie für ihn, für den Max-Titel? Nein, er hat jetzt einen Vertrag. Jetzt ist richtig, sehe eher eine Prämie für den Fahrertitel. Also für seinen eigenen sollte der passieren oder für den Max-Titel? Titel für die Konstrukteurs- und Fahrermeisterschaft. Und Nicht da wurscht ist wer. wurscht, wer denn gewinnt. Okay. Ist der Vertrag bei Max ähnlich oder ist bei dem klar, dass es sowieso er ist? Max hat einen etwas anders lauteten Vertrag. Okay. Eine Frage noch zu Checo Perez. Sind Sie jetzt im Nachhinein froh drüber und überzeugt davon, dass er die bessere Entscheidung war als Hülkenberg? Das kann man eigentlich schwer sagen, wenn wir Hülkenberg nicht im Auto haben. Aber Perez hat gezeigt, er hat unglaubliche Routinen. Und wenn bei ihm alles passt, fährt er, oder er ist viele Rennen das Tempo von Max im Rennen gefahren. Aber durch die schlechteren Startpositionen ist das nicht so zu tragen gekommen. Also im Nachhinein war es die richtige Entscheidung. Jetzt hat Mercedes sehr, sehr viel Pech gehabt am letzten Wochenende, zumindest in Abu Dhabi. Also ich glaube, jeder kann sich reinversetzen. Sie haben eigentlich alles richtig gemacht, dann unglückliche Umstände, die sie nicht selbst in der Hand haben. Da kann man, glaube ich, ein bisschen mitfühlen. Auf der anderen Seite sage ich immer in diversen Podcasts und Livestreams und schlag mich tot, wo ich überall meine Meinung abgeben soll. Hat Red Bull oder hat der Max mindestens 50 Punkte verloren, haben Sie ja auch schon mal erwähnt. Was am Ende vielleicht auch ein bisschen Karma, das zu Ihnen zurückgekommen ist. Das sehen wir so, aber ich muss da einwenden, Mercedes hätte ja auch an die Boxen fahren können und Reifen wechseln. Ja, aber dann wären Sie es ja wahrscheinlich nicht, dann hätten Sie es ja wahrscheinlich nicht gemacht. Nein, aber wir hätten keine weichen Reifen gehabt und sie hätten frische Reifen gehabt. Schon, aber dann ist Hamilton hinter Verstappen, das finde ich schön, wenn wir das diskutieren können jetzt, dann ist Hamilton hinter Verstappen, muss dann überholen mit einem großen Reifenvorteil zwar, aber Max ist in der Ausgangslage der WM ja der, der es notfalls drauf ankommen kann. Sehr großes Risiko sehe ich da aus der Mercedes-Sicht. Ja, aber so war das Risiko noch größer, beziehungsweise der Nachteil war ganz eklatant. Der Hamilton war wehrlos, gegen diese Reifen war er wehrlos. Gut, bleiben wir nur mal bei den WM-Prämien, da muss ich nochmal nachfragen. Die Mechaniker und so weiter, das muss man vielleicht auch mal denen erklären, die nicht ständig Formel 1 schauen, die kriegen ja auch WM-Prämien. Ich weiß, sie werden mir jetzt sicher keine Zahl sagen und dürfen das wahrscheinlich auch gar nicht, aber können Sie uns zu ungefähr Größenordnung geben? Ich meine, die haben sich wahnsinnig gefreut in Abu Dhabi, sicher nicht wegen dem Geld. Aber was kann sich so ein Mechaniker mit dieser Prämie jetzt kaufen ungefähr? Die Mechaniker haben wie die meisten Teammitglieder nur die Konstrukteurs-WM. Weil über die Konstrukteurs-WM kommt ja das Geld da rein. Aber das ist meistens so, dass wir haben es ja viermal, glaube ich, gewonnen, dass das, was da mehr gewinnt zwischen zweiten und ersten Platz ist, generell an Prämien wieder ausgeschüttet wird. Aber das sind alle inkludiert, Fahrer, Juniorinnen und dergleichen. Und das heißt, was geht sie da aus ungefähr? Kann man sie darum, weiß ich nicht, einen neuen Fernseher kaufen oder schon eher das ganze Wohnzimmer? Ich finde es eine, ja, es ist eine Anerkennung in einem guten Rahmen für die erbrachten Leistungen. Also es ist eher Fernseher, zwischen Fernseher und Wohnzimmer. Okay. Und der Max ist, nehme ich an, auch ein bisschen teurer geworden jetzt noch zum Schluss. Nur die Prämien, aber sein Vertrag. Naja, das meine ich ja. Die WM-Prämie für Max ist wahrscheinlich ein bisschen mehr als ein Fernseher. Ja, kann man so sagen.
Beim Max in Zukunft, der hat ja direkt am Boxenfunk noch, habe ich auch sehr beeindruckend gefunden, sehr emotional, hat man in seiner Stimme gehört, gesagt, lasst uns das die nächsten 10, 15 Jahre gemeinsam machen. Kommt er jetzt im Winter mal zu Ihnen nach Graz und man redet dann darüber, ob man diesen Vertrag, der meines Wissens bis Ende 23 läuft, ob man den gleich weiter verlängert? Also als erstes kommt er mal nach Salzburg und dann schauen wir noch. Aber ich gehe davon aus, aber in diesem Fall kommt meistens Raymond Vermeulen, sein Manager. Und das Ohne wird Max. ohne Max, ja. Und dann gehen wir davon aus, dass wir eine entsprechende Verlängerung diskutieren und vielleicht auch abschließen. Herr Dr. Macke, wir kommen zum Ende langsam. Jetzt ist auch Ihr Marktwert als Team gestiegen. Ich könnte mir vorstellen, dass das einige Herren in Wolfsburg unterschiedlich bewerten, weil ja es gibt ja dieses Gerücht und darauf will ich hinaus, dass Red Bull und VW möglicherweise in Zukunft in irgendeiner Form zusammenarbeiten könnten. Gestern, wir zeichnen das Interview auf am 16. Dezember, gestern hat das World Council die zukünftigen Motorenregeln beschlossen und meiner Meinung nach damit alle Weichen auf grün gestellt für einen möglichen VW-Einstieg. Ändert der WM-Titel jetzt irgendwas an diesen Gesprächen, so sie denn stattfinden? Ist der Marktpreis von Red Bull gestiegen dadurch? Der Marktpreis von Red Bull Racing ist gestiegen, aber das hat keinerlei Einfluss auf etwaige Gespräche. Gibt es die Gespräche denn schon? Ich persönlich kann mir das ja super nett vorstellen. Es sind ja überall die Steirer am Ruder. Ja? Auf der einen Seite bei Ihnen Sie, Mateschitz, und auf der anderen Seite wissen wir, dass der große Treiber für das Formel-1-Projekt auf der VW-Seite Fritz Enzinger ist, den Sie mit Sicherheit kennen, nehme ich an. Wahrscheinlich sehr gut kennen. Gibt es da schon Gespräche auf dieser Ebene oder hat da noch nichts stattgefunden? Wir haben mit dem VW-Konzern, was Sie jetzt ansprechen, sind ja nicht unbedingt VW-Leute, immer wieder Gespräche gegeben. Es gibt Kontakte. Wir haben Sponsoraktivitäten mit VW im Rallysport, mit Audi in der DTM, beziehungsweise in Elektro, dieses Ding da in der Wüste, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Also es gibt Kontakte immer wieder, aber was Konkretes über Formel 1 gibt es derzeit nicht. Heute Abend, Herr Doktor, wie gesagt, wir nehmen auf am Donnerstagmorgen. Heute Abend steigt in Paris die FIA-Gala. Wären Sie da gerne dabei oder ist Ihnen sowas wurscht? Nein, das also meide ich eher. Okay. Werden Sie sich wenigstens anschauen. Es gibt ja Livestream und so von dem Event. Dann sind wir sehr gut durch Christian Horner vertreten und ich hoffe, dass es dort einen Weltmeister gibt, der de facto das auch von den Regularien her ist. Das heißt, es müsste ein oder kein Einspruch seitens von Mercedes erfolgen, keine Berufung. Aber ich weiß nicht, wie weit der Stand jetzt ist. Aufgezeichnet haben wir dieses Interview, wie gesagt, am 16. Dezember, das war der Donnerstagmorgen vor der FIA-Gala in Paris und wir haben das Gespräch auch aufgezeichnet, noch bevor die Mercedes-Berufungsfrist geendet hat. Das heißt, zu dem Zeitpunkt war noch nicht klar, legt Mercedes Protest gegen das Ergebnis, dass Max Verstappen Weltmeister ist, ein. Oder tun Sie das nicht? Wenn dir dieses Interview gefallen hat, dann würde es mich sehr freuen, wenn du unsere Arbeit unterstützt, indem du einfach einen Daumen hoch machst, indem du vielleicht in die Kommentare reinschreibst, was dir an diesem Interview gefallen hat, welche Frage ich Dr. Marco vielleicht noch stellen hätte dürfen und welche wir ihm in Zukunft, denn es war sicher nicht unser letztes Interview mit ihm, welche wir ihm in Zukunft vielleicht noch stellen sollten. Und wie gesagt, es gibt Kanalmitgliedschaft jetzt bei uns für den Preis eines Bierchens kannst du am Freitag, den 17. Dezember, beim Motorsport-Stammtisch dabei sein mit Stargästen wie Bernd Mailänder, Alexander Wurz, Ernst Hausleitner und Sascha Roos, die wir alle dafür geplant haben. Ich hoffe, wir sehen uns morgen.